Vier ausgebildete Suchhunde sind heute im Einsatz in Wapelfeld. Ein Hundeführer und ein Suchgruppenhelfer. In Zweierteams suchen sie Flächen und Trümmerstellen ab. Die Zeit drängt. Vermisst wird der erst vierjährige Finn. Die Einsatzleitung hat Detlef Kabelmacher. Er ist der Zugführer. Seine Aufgabe? Er muss schauen, dass die richtigen Hunde mit den richtigen Leuten in den richtigen Flächen sind. Dafür werden alle Teams erst einmal mit GPS ausgestattet. Der Hundeführer soll sich vorrangig um seinen Hund kümmern und seinen Hund lenken und steuern. Und der Suchgruppenhelfer, den setzen wir ein zur Navigation. Kitty ist eine der Hundeführerinnen. Schon auf 7 Jahre Einsatzerfahrung kann sie zurückblicken. Das Gelände hier ist schwierig, doch das Team hat Glück. Nach wenigen Minuten schon kann der kleine Finn in den Trümmerlagen gefunden werden. Ja, das ist schon ein richtig tolles Gefühl. Dafür arbeiten wir halt auch. Und da ist es auch egal, ob ich selber finde mit meinem Hund oder ob es das ganze Team, also ob es eine Teamleistung ist. Heute war alles nur eine Übung. Im Schnitt hat die Rettungshundestaffel Holstein 20 Einsätze im Jahr. Die meisten davon in der dunklen Jahreszeit. Da stecken Geschichten hinter, aber natürlich auch Schicksale. Ne? Wir haben auch einige Einsätze, wo die Personen Suizid angekündigt haben und den leider dann auch vollzogen haben. Ja, waren wir nicht schnell genug. 13 geprüfte Rettungshunde haben sie im Moment. Für die Hunde ist das alles ein großes Spiel. Die Hunde suchen nicht den Menschen selber. An dem Mensch hängt häufig ein Ball oder an dem Menschen hängt eine Dose mit Leckerchen. Das ist im Einsatz halt anders. Im Einsatz habe ich den Ball dabei oder die Dose mit dem Leckerchen. Aber die Hunde suchen halt nach ihrer Bestätigung. Neuerdings gibt es sogar eine Suchdrohne. Die wurde vom Bundesverband zur Verfügung gestellt. Ein High-End-Gerät mit hochauflösender Wärmebildkamera. Erst 3 Stück werden zurzeit in Deutschland eingesetzt. Doch ersetzen kann sie die Hundenase nicht. Die Hundenase grenzt das ein so innerhalb weniger Minuten auf eine Stelle, wo er irgendwas riecht. Und dann kann ich an der Stelle genau gucken. Dann kann ich dort technische Ordnung einsetzen, kann horchen, kann Bodenradar einsetzen, was es alles gibt. Und kann gucken, ob dort noch Leben unter den Trümmern ist. Oft zählt jede Sekunde. 2 bis 3 Jahre dauert die Ausbildung zum tierischen Lebensretter. Dann stehen die Ehrenamtler 365 Tage im Jahr auf Abruf bereit für den Ernstfall.